هل وجدت في يوم من الأيام إنسان عاقل يتطيب بالشامبو والصابون؟ Denn hast du jemanden gesehen, der sich einfach mit Shampoo oder Seife? لكن يبتعد عن أنواع الصابون ذات الرائحة القوية والشامبو كذلك. نعم. Aber besser sollte man Shampoos oder Seifen etc. vermeiden, die einen starken Duft haben. هل له أن يحك الرأس؟ وعندما يغتسل يعني يحك رأسه؟ نعم. Spricht irgendwas dagegen, wenn man sich die Haare wäscht, dass man das richtig einmassiert? Nein. قد يسقط شيء من الشعر، صح؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول لو لم أستطع أن أحك بيدي لحككت برجلي. نعم. لا هو أن يحك الرأس ولا إشكال، ولو سقط شيء من الشعر لا شيء عليه. نعم. أو كان كان بليب من دبي أن هار من مفلوه كيف ولا فلان تسيس نعم. ذكرنا أن يحرم من الميقات. بعد هذا الآن عندما تنطلق السيارة تبدأ بالمشي يتذكر أنه مجيب لنداء الله. يبدأ يلبي. كل ما تنطلق السيارة وكل ما يمشي إلى مكة يلبي إلى أن يصل إلى الحرم. نعم. Jetzt bist du auf dem Weg zur großen Moschee in Mekka und du erinnerst dich daran und vergegenwärtigst dir, dass du jetzt auf dem Weg zur Hajj bist und auf dem Weg zur Moschee und du sprichst immer die Talbiya aus, dieses Mitgebet. Al asal annahu yabda bil haram wa yatub إلا إذا كان متعب أو لديه متاع وذهب إلى الفندق أو ارتاح لا إشكال في هذا. نعم. Und zwar machst du das, bis du bei der Moschee ankommst. Und dann wäre es der normale Ablauf, dass du dann den Tawaf machst. Allerdings, wenn du sehr müde bist oder erstmal zum Hotel gehst, dann ist es kein Problem. نعم. وليس هناك يعني باب من الأبواب أو أدعية خاصة للطواف أو للسعي إلا ما سنذكر بإذن الله تعالى. نعم. Und es gibt nur die bestimmten Bittgebete, die wir im Folgenden nennen werden. يبدأ يستقبل الحجر الأسود يقبل إن استطاع. Und zwar beginnt man seinen Tawaf beim schwarzen Stein oder auf Höhe des schwarzen Steins. Wenn man kann, dann küsst man ihn. وإن لم يستطع استلمه بيده كأنه يسلم عليه. نعم. Und wenn man dazu nicht imstande ist, dann grüßt man ihn von weitem, indem man seine Hand hebt. وإن لم يستطع أشار إليه. نعم وقال الله أكبر. Oder wenn das auch nicht möglich ist, dann eben zeigt man zumindest in die Richtung und man sagt Allahu Akbar. هذا الطواف الآن يسن فيه أنه يضع الطباع أن يجعل وسط رداءه تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على العاتق الأيسر. نعم. Beginn dieses Tawafs ist es von der Sunna, das zu machen, was man sehr häufig sieht bei den Leuten, nämlich einen Teil des oberen Gewandes unter die rechte Achsel zu machen, wie man es auf dem Bild links unten sieht, und somit die rechte Schulter frei zu legen. Und die ersten drei Runden des Tawaf, die man dann macht, die macht man in einem schnelleren Gang. Es ist wie ein etwas schnelleres Laufen, aber kein Rennen. Und das macht man, wie gesagt, in den ersten drei Runden nur. Und die Kaaba ist andauernd auf deiner linken Seite, auf deiner linken. Min al-Hajar ila al-Hajar, hada shaw. Und wenn du wieder ankommst beim schwarzen Stein, dann hast du eine Runde vollendet. فإذا انتهى من الشوط السابع ليس هناك تكبير عند الحجر الأسود. يخرج في مكان ليس فيه أذية للناس لمن يطوف ويصلي ركعتين. نعم. Und wenn du das siebenmal gemacht hast, dann hast du deinen Tawaf beendet. Und beim siebten Mal, dann grüßt man auch nicht den Stein oder spricht eine Takbir, sondern man begibt sich in aller Ruhe an einen Ort, wo man niemanden behindert oder stört und betet zwei Raka'at. يصلي ركعتين سنة الطواف. نعم.
ودي نت من دي سنة الصواف بس اسأل كبير وقت بيان عمشين. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة الإخلاص قل هو الله أحد. نعم. ليس من ديزم كبير لأسن أربعة سورة الكافرون من الصواف الإخلاص في بس ثم بعد هذا يخرج إلى المسعى. نعم إلى جبل الصفا. نعم. إن أنشوس داعن بجد من تش إن دي بغايش أدى هو من الزعيمة أو ديسبيشنز باي هيجن الصفا والمروة. الآن عندنا في الصفا في الطابق الثاني وكذا مثل الدائرة فوق هذه لا يدور حولها، يأتي إلى نهاية الحد حد العربات ويستقبل القبلة. نعم. يعني الآن عند جبل الصفا في الطابق الثاني وفي الطابق الثالث في مثل الدائرة هذه لا يلف حولها، يأتي إلى نهاية حد العربات كما هو موضح الآن بالصورة هذه. نعم. Dann hast du da etwas wie einen Kreis und um den musst du nicht rumlaufen, sondern wie es auch gleich nochmal beschrieben wird, läuft. وهو عندما يخرج من الطواف ويأتي إلى الصفا وهو يمشي يقرأ قول الله تعالى إن الصفا المروة. نعم. Und wenn du dich von Al-Marwa auf dem Weg zu Al-Safa von einem Hügel zum anderen machst, dann liest du den Vers, den Allah sagt, in Al-Safa al-Marwa und bis zum Ende des Verses. نعم. يأتي يستقبل الكعبة يستقبل القبلة. نعم. مثلا الآن عندما يأتي إلى الصفا. نعم. Und zwar wendest du dich dann, wenn du zum Beispiel nach Safa kommst, Richtung Kaaba. ماذا يصنع؟ Und dann machst du das folgende. يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بما أحب والأولى أن يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم ليس هنا دعاء خاص إلا هذا الذي ذكرنا. نعم. Und wenn du dann da stehst und Richtung Kaaba dich gedreht hast, dann sprichst du das dieses Dicker, dieses Gelenk, das ich eben gesagt habe. Und das ist das Einzige, was es hier zu bemerken gibt an Texten. Danach kannst du mit Gebet sprechen, wie du willst. Aber natürlich ist es immer das Beste, mit Gebet zu sprechen, wie wir aus der Sunna kennen. ثم يقول المرة الثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو ثم مرة ثالثة يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم يمشي إلى المروة. نعم. Dann nachdem du dich später gesprochen hast und dich immer noch an diesem Platz befindest, sagst du ein zweites Mal dieses Dicker, diese Sätze und sprichst noch einmal danach mit Gebeten und dann sagst du nochmal diese Sätze und dann machst du dich wieder auf den Weg Richtung Al-Marwa. من الصفا إلى المروة شوط. Und es zählt als eine Bahn, wenn du einmal von einem Hügel zum anderen gehst. ومن المروة إلى الصفا هذا شوط. Also einmal von الصفا إلى المروة ist eine Bahn. In die andere Richtung ist noch eine Bahn. يعني ينتهي في السبعة أشواط عند الصفا أو عند المروة. Wenn du also oder wo beendest du also deine Zeit? Wo hast du sieben erreicht? لابد عند المروة ينتهي. نعم. Es muss bei der المروة sein. ويسعى بين العلمين. Und dann gibt es da zwei Kennzeichnungen, wenn du dort bist und zwischen denen läufst du schneller. سعيا شديدا يتذكر بهذا السعي سعيه على الصراط بإذن الله تعالى. فإذا سعى في هذه الدنيا إلى الله بقوة هذا بإذن الله يكون الجزاء من جنس العمل يوم القيامة يمشي على الصراط أو يعني يكون كالبرق أو كالريح أو كالجواد. نعم. Du läufst wirklich, du versuchst schnell zu laufen und währenddessen denkst du daran, wie du am Tag der Auferstehung über den Sirat, über diesen hauchdünnen Weg laufen wirst. Und inshallah, wenn du das so machst, dann wird die Belohnung entsprechend deiner Tat und Diesseits sein, dass du auch jemals schnell darüber kommen wirst. نعم. فإذا انتهى على المروة ماذا يصنع الآن؟ الآن بهذا انتهت العمرة. Wenn du dieses Laufen, dieses sieben Mal
beendet hast, dann hast du deine Umrah beendet. فإذا كان متمتعا ايش يصنع الان؟ يقصر لا يحلق هذا الحال. اما في العمره الحلق اولى وافضل. نعم. Dann kommt im Anschluss daran, dass man sich die Haare rasiert. Allerdings, wenn man natürlich danach noch die Hajj macht, dann ist es angebracht, dass man sich die Haare nur kürzt. اما المرأة تأخذ تجمع الشعر من وراء الرأس وتأخذ قدر أنمل. نعم. يعني الآن الإصبع الواحد فيه ثلاث قطع. يعني مقدار قطعة واحدة من هذه الثلاث قطع. نعم. Das gilt für den Mann. Die Frau allerdings, die nimmt ihre Haare zusammen, so einen Zopf in etwa, und nimmt dann nur einen kleinen Teil von ihren Haaren, schneidet ein Stück ab, in etwa so wie das Glied eines Fingers. نعم. فإذا جاء اليوم الثامن من ذو الحجة يسمى هذا اليوم بيوم التروية، يوم التروية لأنهم كانوا يحملون الماء من مكة إلى منى، لأن منى ليس فيها ماء. نعم. Jetzt sind wir, haben wir die Umrah abgeschlossen und wollen uns der Hajj zuwenden. Dann ist ein wichtiger Tag der sogenannte Yawm al-Tarwiyah und das ist der achte Tag. يلبس يغتسل ويلبس الإزار والرداء وينوي الآن الحج. نعم. Und man bereitet sich vor, wie man sich zur Umrah vorbereitet hat, mit der entsprechenden Kleidung und allem, was dazugehört. Und jetzt hat man allerdings die Absicht, Hajj zu machen. في اليوم الثامن قبل الظهر حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا من اليوم الثامن ويصلي فجر يوم التاسع بمنى ثم ينطلق الى عرفه. نعم. Das macht man am achten Tag des Hajj-Monats, wenn möglich vor dem Mittagsgebet, dann fasst man das Mittag- und das Asr-Gebet, Nachmittag-Gebet zusammen. Genau, fasst man dann später das Abend- und das Nachtgebet zusammen, so dass man dann letztlich sein Morgengebet am neunten Tag in Mina betet und dann sich auf den Weg macht Richtung Abend. Und man kürzt seine Gebete, die Gebete, die aus vier Rakat bestehen, nämlich das Mittags-, das Nachmittags- und das Nachtgebet. نعم. طيب. بعد هذا قلنا أن الوقوف بعرفة يبدأ من ظهر من دخول وقت صلاة الظهر في اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر. نعم. Wir haben gesagt, die Zeit, die richtige Zeit für عرفة ist ab dem Mittagsgebet, nach dem Eintreten des Mittagsgebets vom neunten Tag bis zum Fajr-Gebet um 10. As-Sunnah أنه لا يدخل إلا بعد أن يصلي الظهر والعصر يكون في مقدمة المسجد وإن دخل فلا إشكال. نعم. Und es ist die Sunna, dass man das Mittags- und Nachmittagsgebet zusammengefasst betet vor Arafah, bevor man diesen Bereich betritt. Aber wenn man ihn schon davor betritt, dann ist das auch okay. نعم. فيدخل Arafah بعد أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر يعني جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين يقصر الرباعية ركعتين ثم ركعتين. نعم. Optimal wäre es also von der Sunna, dass man das Mittagsgebet und das Nachmittagsgebet zusammenfasst zur Zeit des Mittagsgebet und kürzt, also einen Adhan spricht und vor jedem Gebet die Iqama und dann macht man sich auf den Weg. يبقى في عرفة إلى غروب الشمس وجوبا. Und dort in Arafah bleibt man dann bis zum Sonnenuntergang. هذا الذي تراه الآن الذي عليه العلامة ما يسميه الناس بجبل الرحمة هذه التسمية لم ترد في الشرع والصعود لم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجبل. نعم. فتقف في أي مكان في عرفة. نعم. Auf dem rechten Bild sieht man jetzt einen Berg, der heutzutage der Berg der Barmherzigkeit genannt wird. Allerdings ist weder diese Bezeichnung aus der Sunna irgendwie überliefert, noch ist es überliefert, dass man dort auf dem Berg sich befinden müsste. Vielmehr reicht es aus, in der Region von Arafah sich aufzuhalten. فإذا غربت الشمس يتحقق من غروب الشمس ويكثر من الدعاء في عرفة. نعم.
Und wenn die Sonne untergegangen ist, dann konzentriert man sich auf Dua, um viele Bittgebeten zu sprechen dort. سواء كان قائم او جالس او على جنب لا اشكال نعم dabei muss man nicht etwa stehen sondern es ist egal ob man sitzt oder liegt بعد هذا ينطلق في سكينه الى مزدلفه نعم بعد ان تغرب الشمس نعم und im Anschluss daran wenn dann die Sonne untergegangen ist dann begibt man sich auf den Weg nach Muzdalifah فاذا وصل الى مزدلفه اول شيء يصنع يؤذن ثم يقيم ثم يصلي المغرب ثم يقيم ثم يصلي العشاء ركعتين والمغرب ثلاث ركعات كما هي نعم sobald man angekommen ist das erste was man tun sollte wenn man in Muzdalifah angekommen ist ist dass man seine Gebete verrichtet und zwar zusammengefasst das Abend und das Nachtgebet und das Nachtgebet natürlich gekürzt auf zwei Rakaat ثم ينام und dann schläft man ولا يحيي هذه الليله بصلاه وله أن يوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الوتر في الحضر وفي السفر نعم natürlich kannst du dein Witter Gebet beten das ist okay der Prophet عليه الصلاة والسلام hat es wenn er sesshaft war und auf der Reise gebetet allerdings solltest du man sich nachts schon schlafen benutzen und nicht über Nacht wach bleiben نعم ويمكث بها إلى دخول وقت الفجر نعم und du bleibst dort bis das Fajr-Gebet eintritt فيصلي الفجر في أول الوقت. ثم يستقبل القبلة ويدعو. Und dann im Anschluss daran wendest du dich der Qibla zu und sprichst das Gebet. نعم فإذا قربت الشمس من الطلوع يعني ظهر النور وقوي ينطلق الآن هنا إلى منى إلى جمرة العقبة. نعم. Und kurz bevor die Sonne aufgeht, machst du dich, wenn es dir möglich ist, auf den Weg nach Mina und dort zur großen Säule. نعم. عندنا الجمرات هي ثلاث جمرات. الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى. Wir haben insgesamt dort drei verschiedene Säulen, die kleine, die mittlere und die große. هذا اليوم هو يوم العيد. السنة فيه أن ترتب أشياء أربعة، نعم، هذه السنة في هذا اليوم. أنت تجلس أم عيد تار، أم سيد تار، وليس كيف تشيد الدنيا في السنة زي السطور. مجموعة هذه الكلمة السنة في أعمال يوم العيد جمعت في كلمة رنحب، رنحب. Und zwar, es gibt eine Abkürzung, die heißt Ranhab. نعم نعم. Und diese Abkürzung die ist eine Art Merksprung für alle Dinge, die man tun sollte. Ranhab, Rami, Wanahab, Wahal, Watawaf. Es sind dann trotzdem alle Aschia. Ellam, das Tertib, Falasche, Ali. Nein. Auwalan, Tarum, die Jammer, Tarakab, die Sabah, Hasaya. Nein. Und zwar bedeutet das Rami, das heißt, dass du erstmal die Säule, du wirst mit sieben Steinchen. Thumma, Tanhab, ja, mit der Bahrhadi. Und dann hast du das Opfern danach. ثم الحلق والطواف أو التقصير. Und danach schneidest du dir die Haare komplett oder kürzt sie. ثم تطوف وهذا الطواف يسمى طواف الزيارة طواف الإفاضة. إن استطاع في هذا اليوم وإلا له أن يؤخر هذا الطواف إلى يوم السفر ما لم يخرج شهر ذو الحجة. نعم. Und danach machst du dann deinen Tawaf, den wir vorher als den auch unter anderem Tawaf Ziyara bezeichnet haben, den Pflichttawaf, den du machen musst, wenn du ihn an diesem Tag machen kannst. Ansonsten ist es auch okay, ihn noch bis zum Ende des Hajj-Monats zu machen, solange du natürlich nicht erreicht bist. ماذا بقي عليه الآن؟ بقي عليه المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ويرمي في كل يوم ثلاث جمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل جمرة بسبع حصيات نعم wenn du das alles gemacht hast dann bleibt nichts mehr zu tun außer in Mina zu verweilen und dort jeden Tag die drei Säulen zu beschmeißen und zwar die kleine dann die mittlere und die große jeweils mit sieben Steinchen نعم يرمي أولا الجمرة الصغرى ثم يأخذ ذات اليمين ويقف طويلا يدعو الله سبحانه وتعالى
ثم يأتي للوسطى ويرميها، ثم يأخذ ذات الشمال ويقف طويلا ويدعو، ثم يأتي لجمرة العقبة ويرميها ولا يقف عندها. نعم. Wenn du kannst, also dann du fängst mit der ersten, mit der kleinen an, wirfst sie ein Steinchen, dann gehst du zur rechten und nimmst dir Zeit, Dua zu sprechen zu Allah. Dann gehst du zur mittleren Säule, wirfst deine Steinchen, begibst dich danach zur linken und sprichst wieder Dua und nimmst dir Zeit dabei und dann machst du dich auf den Weg zur großen, zur letzten und schmeißt auch sieben Steinchen auf sie. Ja, weil hada fi yawm al-hadi 'ashar wal-thani 'ashar wal-thalith 'ashar intaakhar. كل يوم بعد زوال الشمس يعني عند دخول وقت الظهر. نعم. Und das machst du am 11. am 12. und wenn du so lange dort bist auch am 13. Tag und zwar jeweils nach Beginn des Mittagsgebets. وله أن يرمي في الليل. نعم. Und es ist auch erlaubt nachts diese Steinchen zu werfen. نعم. طيب بهذا يبقى مع الحاج طواف الوداع وقلنا ان طواف الوداع ليس من واجبات الحج هو واجب لكن ليس من واجبات الحج نعم wenn du das gemacht hast dann machst du noch deinen Abschiedstawaf und wir haben gesagt er ist zwar eine Pflicht aber wir bezeichnen ihn nicht als Pflicht der Hajj an sich نعم اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم الحج وان يتقبل مني ومنكم الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نعم الله شكرا